Du möchtest dich selbstständig machen oder erfolgreich ein neues Vorhaben starten und wünschst dir Unterstützung und Beratung und Begleitung? Nun, da gibt es Zuschuss, da gibt es Fördermittel bis zu 16.600 Euro. Und ich zeige dir heute, wie du vorgehst, damit du innerhalb von 3 Tagen die Bewilligung bekommst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr bundesweit mehreren 100 Unternehmern und Gründern dabei, ihr Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Und für diese Umsetzung ist gerade, wenn du das erste Mal in dieser Phase bist, hilfreich, wenn du Experten, wenn du Berater an deiner Seite hast, nur die kosten häufig Geld. Und dafür gibt es Förderprogramme und die kannst du in 3 Tagen beantragen und bewilligt bekommen. Die erste von 4 wichtigen Fragen ist, was genau für ein Förderprogramm ist das? Der Name heißt Förderung unternehmerischen Know-hows. Und das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, das verwaltet dieses europäische Förderprogramm. Und dort kannst du bis zu 6-mal einen Antrag stellen für die Förderung von Beratung. Die zweite wichtige Frage ist, wozu kannst du das Förderprogramm nutzen und wozu nicht? In der Regel kannst du als Selbstständiger, als Gewerbetreibender dieses Förderprogramm beantragen, um allgemeine oder eine spezielle Beratung zu bekommen für organisatorische Sachen, für konzeptionelle Sachen, für Finanzfragen, für personelle Fragen. Aber auch für Frauen oder Migranten gibt es ganz spezielle Programme. Diese Mittel sind allerdings nicht dafür gedacht, dass du davon irgendetwas kaufst, eine Webseite dir programmieren lässt, einen Jahresabschluss machen lässt. Und es gibt auch Ausschlussgründe. Berater und Trainer, die Firmen beraten und trainieren, die können auch keinen Antrag stellen. Und genauso wenig können Ärzte oder Mediziner, die Marketingvorhaben bezuschusst haben wollen, keinen Antrag stellen. Als dritten Punkt noch ein paar Infos, wo das Geld herkommt, und zwar vom Europäischen Sozialfonds. Von der EU. Das heißt, dort werden Steuermittel, Beiträge der Länder zentral gesammelt und dann wieder verteilt und hier auch in die Beratung von Unternehmen, von Jungunternehmen, von Bestandsunternehmen, also auch wenn du älter als 2 Jahre bist oder wenn dein Unternehmen in einer schwierigen Situation ist. Zusammengefasst also kann jedes Unternehmen in jeder Phase Fördermittel für Beratung beantragen. Und das läuft über die BAFA, dann zum Europäischen Sozialfonds. Und da werden alle 5 Jahre diese Fördermittel neu strukturiert und vergeben. Wie kannst du nun diese Förderprogramme beantragen? Der erste Schritt ist, dass du dir überlegst, was für ein Unternehmen du jetzt gerade bist. Bist du ein Jungunternehmen, also gerade gegründet und nicht älter als 2 Jahre? Oder bist du ein Bestandsunternehmen älter als 2 Jahre? Oder, das ist die dritte Kategorie, bist du ein Jung- oder ein Bestandsunternehmen, das gerade in Schwierigkeiten ist, was also die letzten Monate Verluste gemacht hat, und zwar Verluste, die höher sind als die Hälfte des Anfangs, Betriebsvermögens, des Stammkapitals, mit dem du begonnen hast. Das zweite, was du brauchst, ist ein Berater, der eine BAFA-ID, also eine Identifikationsnummer hat. Die beweist nämlich, dass dieser Berater dort zugelassen, akkreditiert ist und dass er über ein Qualitätsmanagement verfügt und mehr als 75% seiner Umsätze in den letzten 3 Jahren auch aus Beratungsdienstleistungen gewonnen hat. Und das dritte, was du brauchst, ist dann ein Nachweis über deine Unternehmensanmeldung. Als Freiberufler die steuerliche Anmeldung, als Gewerbetreibender die Gewerbeanmeldung. Dann brauchst du deinen Personalausweis, also ein Nachweis zu deiner Person, denn dieses Förderprogramm ist in der Regel personengebunden und du musst nachweisen, dass du diese Förderprogramme bisher noch nicht beantragt hast, zumindest nicht über dieses Unternehmen. Solltest du eine zweite Firma gründen, dann kannst du das sicherlich nochmal beantragen. Wenn du jetzt ein Unternehmen in Schwierigkeiten bist, also die höchste Förderung von 90% bekommen willst, dann brauchst du zusätzlich noch eine Excel-Tabelle. Deshalb in Klammern gesetzt der Nachweis, mit wie viel Geld du dein Unternehmen gestartet hast und wie viel Geld heute noch nach Abzug der Verluste vorhanden ist. Und diese Verluste müssen mehr als 50% groß sein, dann kriegst du die Maximalförderung. Du brauchst also deinen Personalausweis, die Anmeldung und eventuell noch eine Excel-Tabelle. Und dann suchst du dir einen BAFA-Berater und einen Regionalpartner, mit denen du gemeinsam dann den Antrag stellst bei deinem BAFA. Und dann kriegst du innerhalb von 1 oder 2 Tagen eine E-Mail mit der Bewilligung. Wenn du also heute diese Unterlagen fertigst und morgen mit einem Berater gemeinsam die Gespräche führst und auch den Antrag stellst, dann kann es sein, dass du übermorgen, spätestens in 3 Tagen, eine E-Mail hast mit der Bewilligung. Und mit dieser Nummer, die dort in der Bewilligung enthalten ist, gehst du zu deinem Berater und erstellst dann einen Beratungsvertrag und beginnst dann mit der Beratung. Also innerhalb von 3 Tagen ist dieser Prozess abgeschlossen. Zusammengefasst ist ein Spitzenförderprogramm, wo du fast 20.000 Euro Zuschuss bekommst, dafür, dass du die besten Experten aus Deutschland deiner Seite holst.
Solltest du dabei Unterstützung haben, dann kannst du jetzt gerne Gebrauch machen von unserem Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir beraten bundesweit und helfen dir auch bei der Antragstellung, bei der Abwicklung und helfen dir gerne, dein Vorhaben umzusetzen. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video mit einem Daumen hoch bewerten, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.